Und damit ein recht herzliches Willkommen hier zurück bei mir. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, die FIFA 14 Demo ist ja draußen. Habe ich auch zweimal Video für gemacht. Einmal für PC und einmal für die Konsole. Und da habe ich mir doch gedacht, da darf PES natürlich nicht fehlen. Die ist nämlich jetzt auch rausgekommen, die PES-Demo. Wohl erst für Konsole, für PC gibt es die glaube ich erst ab Release, die Demo. Und da habe ich mir doch mal gedacht, machst du mal ein schönes Video, wo wir einfach mal hier ein Mädchen spielen, ne? Wollen wir uns das Ganze mal anschauen? Hier sehen wir Franck Ribéry. Schönes Gesicht und so. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, PES, also so, ich habe jetzt mal ein paar Matches gespielt. Haben auf jeden Fall schon. Ich glaube, die haben eine neue Engine. Ich weiß nicht, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Es leckt noch ein bisschen, aber das liegt einfach daran, dass die Demo noch so neu, also so früh ist. Und ja, würde ich mal sagen, spielen wir einfach mal ein Freundschaftsspiel, oder? Kann man hier, ich glaube, man kann mit Bayern spielen, meine ich. Ja, natürlich kann man hier mit Bayern spielen. Zack. So, da sehen wir auch im Hintergrund schön die Choreo in die Allianz Arena und der Rasen, der sieht so sexy aus jetzt einfach mal. Der sieht auf jeden Fall viel besser aus als im Vorgame, also im Vorjahr. Gegen wen spielen wir denn? Gegen Manchester City? Wollen wir gegen Manchester United, meine ich natürlich. Wollen wir gegen, wir spielen gegen Manchester United. So, ich habe mir gedacht, vielleicht machst du mal PES und so, als vielleicht, um ein bisschen zu vergleichen oder so. Vielleicht kann ich auch nochmal ein Video machen, wo ich so die zwei Demos miteinander vergleiche, was so die Stärken der einen und die Schwächen der anderen Demo sind. Ich weiß es nicht, mal gucken. Erstmal die Aufstellung jetzt hier nachschauen. Manuell festlegen natürlich, ja. So, dann tun wir erstmal nur mal den Götze rein. Thiago haben wir leider noch nicht. So, das reicht auch, denke ich mal. Das Stadion, natürlich Allianz Arena ist Zufall, aber die Fans, die haben sich auf jeden Fall verbessert, Alter, die hören sich so geil an, ne? Man hört es auch am Anfang, wenn Bayern so reinkommt, so super Bayern, hey, hey. Und ja, würde ich mal sagen, beginnen wir einfach, oder? Und ich lasse einfach mal laufen und, bevor ich es vergesse, kann ich den Kommentatoren ausschalten, warte. Ich gehe nochmal zurück, kann ich das vielleicht im Spiel, also noch vorher machen? Wenn ich das nicht gleich erst umstellen muss. Nein. Oder? Warte mal, Optionen. Systemeinstellungen. Na doch, ich kann ihn aufstellen. Okay. Kommentatoren Lautstärke. Da haben wir es doch. Erstmal runter. Zack. Muss man schon bestätigen, Kevin. Zack. So. Ich guck mal eben, ob die Einstellungen so sind. Ich spiele ja mit FIFA-Einstellungen. Was kann ich das hier einstellen? Systemeinstellungen. Spielbildschirm, Spracheinstellung. Nein, kann ich hier nicht. Aber ich die müssten eigentlich noch da sein, weil ich habe das Spiel ja nicht beendet. Aber werden wir ja gleich sehen. So, und hier Heim, Bayern, Menü. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal die Aufstellung einstellen. Zack, zack, Müller raus. Zack. Und Götze rein. So. Guck ich mal eben, was hat der denn für eine Frisur, Alter? Wer ist das denn? Soll das Fellaini sein? Ich weiß es nicht. Man wird sehen. Egal, wir beginnen jetzt erstmal. Und dann beginnen wir erstmal mit dem Match. Bayern gegen ManU. So, erstmal Ladebildschirm und so. Dürfte eigentlich nicht allzu lang gehen. Und dann halte ich einfach meine Fresse. Dann könnt ihr euch das ja selber mal reinziehen. So, die Anfangssequenz. Und ja. Lasst euch überraschen. Steuerungstipps. Ah, okay, geht los. Da sehen wir es auch mal den echten, also so wie das in der Allianz Arena wirklich aussieht, finde ich richtig geil gemacht. Auch mit der Treppe da, das sieht richtig geil aus. Auch, dass es so rot leuchtet am Anfang. Das finde ich, haben sie gut hinbekommen. Das fehlt halt noch bei FIFA, dass man so wirklich diese Spielertunnel sieht. Und hier sieht man das Stadion. Die Fans finde ich auch besser als im Vorgame. Ich meine, da hat sich was verändert. Ich weiß es nicht genau. Sie haben auf jeden Fall, sind auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, wie man das so erklären kann. Hier seht ihr es auch ein bisschen, das Spiel leckt noch ein bisschen. Also das liegt nicht an mir, das liegt an der Demo selbst. Hier sehen wir nochmal die Aufstellung. Jetzt hört man im Hintergrund den Kommentatoren, wie er die Spieler aufsagt und die Fans freuen sich dann.
So, und dann würde ich mal sagen, fangen wir an, ne? Hier sehen wir nochmal Ribéry. Also ich meine, da hat sich auf jeden Fall mit der Engine irgendwas getan. Irgendwas hat sich da auf jeden Fall geändert. Und ja, da sehen wir auch schon den neuen Rasen. Der sieht auf jeden Fall viel geiler aus als im Vorgame. Und da sind wir auch schon im Spiel. Ich gucke mir gerade mal die Steuerung an, ob die klappt. Ja, diesmal selber. Okay, alles gut. Dann wollen wir doch mal beginnen hier. Ich spiele ja momentan auch, also die 13er Version. Da spiele ich momentan, die spiele ich auf dem PC und da spiele ich halt mit diesen Patches und der Bundesliga und alles. Und ich finde, ohne das geht das auch gar nicht. Und ja, Ribéry schön durch hier. Zack. Oh, den hätte ich vielleicht ein bisschen passen sollen. Können wir mal flanken. Ja, es bringt nichts mit Götze. Ich finde auch, das Gameplay an sich hat sich auch ein bisschen geändert. Ein bisschen schwerer ist das geworden, finde ich. Also fühlt sich zumindest so an. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Skill, um da ein bisschen besser durchzukommen, damit die Pässe ankommen. Und ja, hat sich auf jeden Fall was getan. Also zumindest finde ich das. Könnt ihr mal antesten und in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, bis jetzt nur auf den Konsolen verfügbar. Die PC-Demo-Version gibt es dann ab Release von der Vollversion. Verstehe ich auch irgendwie nicht. Aber naja, ist halt PES, ne? So, oh, Mandzukic, das war Javi Martinez, das war ein Fehler. Zack, da ist er drin. Das war ein ganz klarer Abwehrfehler, der war richtig fail. Aber naja, was will man machen, ne? 1-0 und so. Groß, die Nummer 39. Schön aufgepasst von Javi Martinez. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Hier sehen wir auch die geile Cam. Das soll, glaube ich, diese komische hängende Cam sein, wie es in den Fußballstadien manchmal der Fall ist. Und hier sehen wir es halt, Javi Martinez passt auf und dann passt er einfach lässig rüber und dann zack. Sitzt da drin. Das war ein ganz klarer Abwehrfehler von Menu. Aber die Bayern passen halt auf und so führen wir mit 1 zu 0. So, wollen wir das mal wegdrücken? Ja. Ich weiß nicht, wie habt ihr im Moment, wie ist so euer Gefühl von den ersten Demos, von den Demos von FIFA, von PES, wenn ihr die schon gespielt habt? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von den Veränderungen haltet, was ihr so daran geil findet und was ihr schlecht findet, wäre ganz nice. Und wie gesagt, schön ein bisschen Feedback da lassen, das ist immer wichtig, damit ich weiß, was ich falsch mache, was ich noch besser machen kann. Und dann geht das doch klar. Javi Martinez! Oh, schade. Habe ich mal gedacht, schieß mal aus der zweiten Reihe. Vielleicht wird das ja was. Schweinsteiger hier am Ball. Oh. Der war leicht abgefälscht. Menu kommt hier noch nicht so richtig ins Spiel. Die kriegen ja noch nicht so die Anteile. Götze schön mit Groß. Oh, da habe ich vielleicht ein bisschen die Ballannahme verkackt. Also man sieht schon, wenn man hier ein bisschen, das ist jetzt so ähnlich wie bei FIFA, wenn man hier ein bisschen zu viel sprintet am Anfang, wenn man den Ball annimmt, dann springt er auch gerne mal weg. Das war ja in der Vorversion noch nicht so der Fall. Aber das haben sie hier deutlich geändert, finde ich auch besser. Weil jetzt ist es nicht mehr so einfacher. Da kannst du nicht mal eben so einen Ball bringen und direkt in vollen Sprint weiterrennen. Lol, aber neue erste Stelle. Der Pass war auch zu ungenau. Da kannst du auch nicht mal eben so weiterrennen. Finde ich gut, dass sie das auch gemacht haben jetzt. Lol, der Pass war sehr kacke. Ribéry, jawohl. Ah, scheiße, ich glaube, das war abseits, oder? Also Menu kommt noch nicht so sehr raus hier aus der eigenen Hälfte. Jetzt einmal der eine passte, aber der war ja ein bisschen verkackt. Und haben wir auch schon Halbzeit. Ich weiß gar nicht, wie lange man hier eine Halbzeit spielt. Ich glaube 3 Minuten. Wie bei der FIFA-Demo auch. 58% Ballbesitz, ja. Menu muss mal kommen, ne? Menu sollte mal kommen. Ich spiele auch fortgeschritten. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal eine Schwierigkeit höher erstellen, damit es vielleicht ein bisschen spannender ist. Aber mal sehen. Jetzt spielen wir erstmal die zweite Halbzeit hier. Steht 1-0. Und beinahe hätte Kroos den Ball bekommen. Lol, der läuft einmal im Kreis rum. Was soll das? So, jetzt vielleicht mal Menu hier. Nee. Oder? Doch, sie sind noch da. Evra kann die Flanke bringen. Bringt sie auch, aber Dante, die ist einfach zu harmlos. So, und jetzt können die Bayern kontern. Oder wir können kontern. Zack. Ah, scheiße, das war ein bisschen zu früh, vielleicht. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen warten sollen.
Ah, naja, wir führen ja 1-0. Menu muss ja kommen hier. Das ist ja. Jetzt weiß ich auch, wer das vorhin war. Das war Raphael, aber der sah nicht aus wie Raphael. Der sah aus wie ein Clown mit silberner Perücke. Also die Haare sind hier noch ein bisschen komisch. Sowieso die Farbtöne ein bisschen komisch noch. Aber das ist ja eine Demo. Also ich will ja hier nicht zu früh urteilen. Und PES hat bis jetzt mir eigentlich immer Spaß gemacht. Wenn es halt den Patch hatte, die Bundesliga und so, weil ohne das geht's gar nicht. Da kann man das ganz vergessen. Aber mit Patch und Bundesliga und allem ist es eigentlich schon spielbar. So, da sind wir doch mal groß hier. Javi Martinez, der Pass war scheiße. Aber Menu kommt immer noch nicht so ein bisschen nach vorne. Die trauen sich noch ein bisschen wenig. Wir haben auch schon die 70. Minute, also so langsam müssten sie mal damit an. Oh, schade, wenn der durchkommt. So langsam müssten sie mal damit anfangen, so mal ein bisschen ernst zu machen, aber Dante hat da die Ruhe weg. Ah, der wollte ich eigentlich auf Martinez spielen. Oh, wieso rennt Ribéry denn nicht? Ich hätte dich, da wäre doch bestimmt ganz nice gewesen. Dante. Und wir bestimmt auch hören können, die haben die Fans auf jeden Fall verbessert. Weil, ich fand es immer so ein bisschen scheiße, dass sie ein bisschen so komische Fans hatten. Die haben immer nur so, wow, oder so die ganze Zeit gerufen. Die ganze Zeit, das war die ganze Zeit dasselbe. Und jetzt ist es schon variabler geworden, finde ich. Die Ballannahme war aber auch nicht so geil. Jetzt Rooney, vielleicht Rooney ist so hässlich hier in dem Spiel, Alter. Das war aber immer schon so bei PES. Er war schon immer so hässlich gemacht. Ging gar nicht klar. Vielleicht kann ich euch gleich mal zeigen, wenn das Spiel hier vorbei ist. X. Okay. Zack, nein. Da ist Rooney. Das Alien. Jetzt vielleicht mal durch. Jawohl. Oh nein. Ribéry, Ribéry, Ribéry. Jawohl, der kommt nach. Nice. Können wir mal die Flanke bringen. Und. Oh, schade. Aber wir sind noch da. Wir sind noch da. Nein, die Ballannahme war verkackt. Nein, doch nicht. Oder doch? Nein, doch, ja. Was denn hier los jetzt? Kuddelmuddel. Okay, das war's auch schon. 1-0. Ja, Menu hat jetzt mehr oder weniger mitgespielt. Also habe ich jetzt nicht so viel von gemerkt. Das liegt wahrscheinlich an der Schwierigkeit, soll ich mal ein bisschen höher stellen. Aber wie gesagt, das war halt jetzt nur so ein kleiner Einblick in die Demo, den wollte ich euch mal verschaffen. So, die Neuerungen, sowas da vielleicht ein bisschen verbessert wurde. Und ja, mal schauen, ich werde mal gucken mit den Vergleichen da, mit dem Vergleichsvideo, was ich da machen werde. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Feedback da, einen Daumen oder einen Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: Gexi zockt eine Demo. Haut rein! Tschüss.